Gemeinde Hirschberg bei Mannheim hat Zuwachs bekommen. Haushersteller Fiebrockhaus hat hier zwei neue Musterhäuser verwirklicht, die verschiedener nicht sein könnten. Rechts steht das Maxim 220-2 mit Flachdach, ein schlank konzipiertes Stadthaus mit skandinavischem Lebensgefühl. Links der Klassiker des Unternehmens, das Maxim 300. Der Innenraum des Maxim 300 zeigt sich neu interpretiert als wohngesundes maritimes Cottage. Bettwäsche mit Haimotiven, ein Fischernetz und Bilder von hoher See zeigen das deutlich. Unsere Familie, die hier drin wohnt, liebt Urlaube am Meer und frische Luft und möchte das auch gerne in ihren Alltag integrieren und jeden Tag dieses Urlaubsfeeling haben. Deswegen wurden hier auch sehr viele Naturmaterialien untergebracht, wie Rattan, Jute, hier dieses Mangoholz, was das unterstreicht. Auch der Designboden in Eiche-Creme ist sehr schön, gerade zu diesem Interieurthema. Verspielte Details finden sich an allen Ecken und Enden und auch das Äußere des Maxim 300 ist neu verwirklicht. Als reinen Verblendstein, auch mal hier für den Süden, wollten wir einen Verblendstein zeigen. Ein Haus ohne Dachüberstände, mit Schildgiebel, mit einem Erker, mit Eingangsüberdachung. Und als Kontrast dazu ein weiteres neues Musterhaus, zweigeschossig mit einer Putzfassade, mit dunklen Fenstern, wo so der Hell-Dunkel-Kontrast in der Fassade schon rauskommt, aber sich auch im Interieur fortsetzt. Die Besonderheit bei diesem zweiten Musterhaus ist Flachdach, zweigeschossig Flachdach. Das ist für uns nicht selbstverständlich. Und wir haben dort neben der PV-Anlage auf dem Dach auch eine Dachbegrünung. Hier findet eine kleine, moderne, minimalistisch veranlagte Familie mit einem Kind ihr Zuhause. Die Grundrisse der beiden Häuser sind natürlich entsprechend an ihre Bewohnerinnen und Bewohner angepasst. Der Clou im Maxim 300 ist der Eingangsbereich. Hier in diesem Musterhaus ist speziell, der ist gerade für kleine Grundstücke sehr passend umgesetzt aus meiner Sicht. Es ist so, wenn das Haus sehr dicht an der Straße stehen würde, würde man hier von der Eingangstür aus nicht sofort in den Wohnraum oder an den Esstisch gucken. Das haben wir sonst relativ häufig, dass man von der Hauseingangstür gleich eine doppelflügelige Tür gegenüber hat und auf den Esstisch guckt, was bei einigen Grundstücken natürlich sehr wünschenswert ist, dass man das sofort hat. Bei diesem haben wir es jetzt halt mal anders gewählt. Die Eingangsdiele ist sehr, sehr schön ausgestaltet und sehr großzügig gehalten, was auch toll ist, wenn Besuch kommt oder wenn man verreisen will, kann man dort schon mal alles stapeln oder nach Hause kommt mit seinen ganzen Einkäufen. Dafür ist die Diele hier richtig geeignet. Beim Nachbar mit Flachdach lässt sich vom Eingangsbereich direkt in den Garten schauen. Die Diele ist langgezogen mit einer geraden Treppe. Das Haus ist für die Bebauung auf einem schmalen Grundstück gedacht. Eine Besonderheit: Ein Raum des Gebäudes bietet ein eigenes Fitnessstudio. Und die Besonderheit ist sogar, dass wir durch die doppelflügelige bodentiefe Tür gleich nach draußen gehen können und den Bereich auch in der Außengestaltung so angelegt haben, mit Gummimatten halt ausgestattet, dass man dort seine Übungen gleich weitermachen kann bei schönem Wetter. Hoch im Kurs und natürlich in beiden Musterhäusern verbaut, Smart Home Systeme. Der Haushersteller arbeitet hier mit Marktführer Somfy zusammen. Außenkamera, Rauchwarnmelder, intelligente Türöffner, verschiedenste Sensorik. Alles lässt sich bequem über das Smart Home System steuern. Die Kunden des Hausherstellers nehmen das Angebot Smart Home gerne an. Seit ein paar Jahren gäbe es in diesem Bereich eine starke Nachfrage. Besonders wichtig seien den Kunden die einfache Bedienbarkeit und die Möglichkeit der Erweiterung. Aber auch einzelne Anwendungen stechen heraus, weiß Marketingleiter Holger Scherf. Es ist so, dass das Thema Verschattung und Lichtsteuerung schon die Themen sind, die am meisten nachgefragt werden, weil es einfach komfortabel ist, dass zum Beispiel Rollläden auch bei starker Sonneneinstrahlung automatisch runterfahren und somit das Haus auch kühl halten. Was auch sehr, sehr stark nachgefragt wird, ist das Thema Sicherheit. Also Somfy kann man durchaus auch mit einer Alarmanlage, mit Kameras, mit Sirenen, Innen-, Außen-, Bewegungsmelder, auch Feuermelder, Rauchmelder nachrüsten. Also das ist ein großes Thema. Das ist auch die letzten Jahre verstärkt aufgekommen. Auch da hat Somfy ja entsprechende Produkte, die man dann sehr einfach in das vorhandene Standardsystem integrieren kann. In beiden Häusern ganz wichtig,
die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Dafür sorgen die Lüftungsanlage mit Luftfilter gegen Viren, Pollen und Staub und ein Entkalker fürs Brauchwasser. Und da beide Häuser ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auch noch Jahrzehnte nach dem Bau Freude bringen sollen, sind sie mit dem Standard KfW 40 Plus ausgestattet. Das heißt, dass sie besonders energieeffizient sind, die Haustechnik mit erneuerbaren Energien betrieben wird und die Häuser sogar mehr Strom produzieren, als sie über das Jahr benötigen. Zwei Musterhäuser also, die durchaus für die kommenden Jahre und Jahrzehnte gewappnet sind. Aber damit wollen sie es bei Fibrokhaus nicht belassen. Das dritte ist in Planung. Wir haben ja hier nebenan noch eine freie Fläche und die wollen wir auch gar nicht mehr so lange frei lassen. Da ist in ganz naher Zukunft eigentlich demnächst schon Baubeginn geplant. Es kommt noch zusätzlich eine elegante Stadthausvilla dazu. Nochmal wieder was ganz anderes. Es bleibt also spannend im Musterhauspark Hirschberg. Wer selbst einmal vorbeischauen möchte, findet auf der Website des Hausherstellers alle passenden Informationen.